Dass das jetzt nicht wieder irgendwie die ganze Zeit zusammenbricht. Irgendwie, also falls ja, ich bin zeitgleich auch noch auf Instagram und also könnt ihr da weiter gucken. Okay, dann haben wir jetzt also unsere Form und das ist wichtig, dass man die im Kopf behält. Wir machen erstmal so ein paar Rhythmusgitarrensachen. Was ganz Einfaches könnte man zum Beispiel machen, so eine ganz einfache Singing Note Figur. Beziehungsweise aus der Blues-Tonleiter. Durch die Blues-Form schieben, 4 Takte A, 2 Takte D, 2 Takte A, 1 Takt E, 1 Takt D, 1 Takt A, 1 Takt E. Und die letzten beiden Takte sind dann der Turnaround. Ich spiele es nochmal vor. Es gibt ja so einen Tanz, kennen bestimmt viele von euch, irgendwie ist der Charleston. So. Und so ein Basispattern in der Jazzbegleitung ist das Charleston-Pattern. Es geht so 1, 2, 3. Ich heute ein bisschen was machen möchte, haben wir es mit dominanten Septakkorden zu tun. Also mit Dur-Dreiklängen mit einer hinzugefügten kleinen Septime. Also über A wäre das 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und was ich einfach total gerne mache, ist mit dem Daumen den Grundton spielen und dann im fünften Bund Barré auch über die D, G und H-Seite und dann immer auf die große Terz so aufhämmern von der kleinen Terz. Zum Mitschreiben. Das ist wie so, Daumen spielt den Grundton und dann mit der Zeigefinger im fünften und D, G und H-Seite und dann hämmer ich von der kleinen Terz im C aufs Cis auf. Dann mache ich diesen D-Dur-Dreiklang. Kann man so einfach durch die Formen schieben. Wer irgendwie noch nicht so weit im Blues ist, kann das dann auch mal in den unterschiedlichen Tonarten machen, also mal in G. Alter Schwede, draußen schneit's. Und so weiter. Ne? So, also von der Funktion her ist es eigentlich egal, ob man jetzt einen straighten A7-Akkord nimmt oder einen straighten dominant Sept-Akkord nimmt oder ob man da eine None hinzufügt mit der 11. Ja, kann man auch machen, klingt ein bisschen Fusion-mäßiger, muss man auf die Terz ein bisschen aufpassen, aber wenn man so ein bisschen Larry Carlton Sound und so weiter haben möchte, kann man das auch gut machen.
oder mit einem 13er. Und ich zeige euch jetzt mal eben kurz ein paar Voicings, mit denen ihr einfach dann im Baukastensystem so, so rumexperimentiert. Ne? Also, wie gesagt, diesen 7er könnte man auch so spielen. Aber ich mache das eigentlich immer so mit dem Barré, mit dem Daumen, weil ich dann hier dieses Hammer-On spielen kann. So, prima Voicings für Non-Akkorde. Wenn wir jetzt in A wären, hier oben, 11. Lage, oder was auch schön ist, hier unten, 4. Lage, kann man entweder mit dem kleinen Finger den Grundton oben nehmen, oder wenn man unbedingt einen Grundton braucht, kann man den hier unten mit dem tiefen A nehmen. Aber wenn man mit einer anderen Gitarre zusammenspielt, die von mir aus so weit spielt, dann kann man auf den Grundton eigentlich verzichten. So, und das klingt dann direkt ein bisschen jazziger, wenn man mit solchen Akkorden spielt. 1, 2, 3. Prima. Technisch gesehen ist das ein Cis-Moll 7B5, also ein halbverminderter Akkord in Cis. Das ist 4. Bund, 5. Bund, 4. Bund, 5. Bund, schön einfach. Und der Grundton, der hier oben. Da habe ich gerade einen so einen kleinen Trick gespielt, den habe ich mal von Brian Setzer abgeguckt, Brian Setzer Orchestra, um von A zu D zu kommen. 2, 3, 4, 1. Na, also spielt man im 4. Takt, also 1, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1. Na, also klingt besonders sweet, wenn man, wenn man dann irgendwie so Slides mit dazu nimmt. Und, ja, also ein 11er Akkord, mit dem man das Ganze mal ausprobieren könnte, wäre zum Beispiel ein G-Dur mit A im Bass. Das andere Voicing war ein C-Dur-Dreiklang mit einem D im Bass. Das Ganze nochmal einen Ton höher. So also ein bisschen so Robin Ford-Style spielen oder Larry Carlton-Style spielen will, ist das eigentlich irgendwie eine ganz gute Sache. Klingt alles, was man darüber spielt, sofort ganz anders. Was auch nicht schlecht ist, wenn man diesen Akkord hat, irgendwie, also G mit A im Bass, dass man hier oben vom D auf das Cis auflöst. Ah, da kommt ein bisschen Spannung auf. Und dann aus dem D9, aus dem D11, so ein D9 Kreuz 11 zu spielen. Und ja, also, und jetzt habt ihr ein paar kleine Elemente und mit denen experimentiert ihr einfach mal rum. Ich glaube, da sind ein paar Bemerkungen gekommen. Alright. Okay. Ah, einfach nur ein paar weitere Gäste. Grüße euch. So, und okay, was ganz wichtig ist, um es echt klingen zu lassen, sind Turnarounds. Also die letzten beiden Takte in dem Stück werden häufig Turnaround genannt, im Blues
kennt man da so diese ganzen Klischee-Phrasen? Identischen Fingersatz kann man die auch eine Oktave tiefer spielen. Also wie zum Beispiel den letzten. Na, das ist so ein Sechsintervall, D und H-Seite gespielt im fünften Bund. So, und selbst wenn man eigentlich das so ein bisschen gehört hat, also der kennt solche Klänge. Eine Ebene höher bin ich mal auf folgenden, also Schwierigkeitsebene höher, bin ich mal auf folgenden Turnaround gekommen. Na, also das A bleibt hier oben immer stehen. Und der hier, dieser Turnaround, wird quasi eine Seite tiefer nochmal gespielt. Na, also immer das A hier oben beibehalten und hier oben auf der A- und auf der G-Seite. So, wem das zu fricklig ist, hier oben zu, mit der Überstreckung zu greifen, kann es auch eine Oktave, also eine Seite höher spielen. Also ich finde nur, und das ist gleich so, wenn es um Solo-Gitarre geht, ist das kein unwichtiger Aspekt. Ich finde, es klingt ein bisschen attraktiver, wenn man das auf den tieferen Seiten spielt. Also auch da irgendwie, man kann das natürlich wahnsinnig variieren, man braucht das natürlich nicht so immer als Triolo zu spielen, man kann das auch irgendwie anders rhythmisieren. Ne? Ja, also den finde ich irgendwie ganz schön. Was mir gerade eingefallen ist, damit ich es nicht vergesse, haue ich es jetzt direkt mal raus. Wenn man Blues beenden will, ist das einfach eine gute Idee, wenn man dann nicht auf der 5 stehen bleibt, sondern den Turnaround einfach. Auf der ersten Stufe. Also das schließt die ganze Sache so ein bisschen ab. Ne? Wenn man übrigens irgendwie mal so eine Blues-Jam-Session macht oder mal einen Song schreiben möchte, einen Blues-Song schreiben möchte, B.B. King hat mal gesagt, irgendwie, hast du eine super Idee, einen Song mit einem kleinen Solo anzufangen. Also bin ich absolut derselben Meinung. Und naja, also bevor man jetzt irgendwie ganz klar kommt, Alter, wir spielen Blues irgendwie gleich los, 1, 2, 3, 4, ist es eigentlich
eigentlich ein bisschen galanter, wenn man die letzten vier Takte aus dem Blues-Schema spielt. Jemand eine Frage zwischendurch? Ich guck mal eben hier, was auf Insta irgendwie so geht. Ey, der Frank ist da. Hallo, ich grüße dich. Ja, viele Leute winken mir zu. Das finde ich voll sweet. Dann lege ich euch mal wieder hin. Okay. Alright, gibt's hier irgendwas? Sehr interessante Voicings. Ja, also meinst du die Begleitvoicings? Ja, also wie gesagt, das sind alles Akkorde, Zither, das sind alles Akkorde, die aus der gleichen Akkordfamilie kommen. Ich habe in einer der letzten Sessions habe ich schon mal so gesagt, dass ich großer Joe Pass Fan bin, weil er irgendwie so Dinge so vereinfacht. Und ich habe mir eine Sichtweise angewöhnt, nämlich, dass es eigentlich nur drei unterschiedliche Akkordtypen gibt, nämlich Dur-Typ Akkorde, Moll-Typ-Akkorde und Dominant-Sept-Akkorde. So, und Dur-Typ-Akkorde sind, weiß nicht, so Akkorde wie C-Dur, C-Sus-2, C-Sus-4, C-6, C-Major-9, C-Major-7 und so weiter. Moll-Typ-Akkorde, analog dazu, Moll-7, Moll-6, Moll-9, Moll-11, Moll-13 etc. Ne? Und so, und in die letzte Gruppe, also mit den Dominant-Sept-Akkorden, ordne ich eigentlich alle anderen Akkorde ein. Weil, also, das hat auch so ein bisschen so eine funktionale Begründung. Weil, also so ein Dur-Akkord, also der kann einfach so im Raum stehen. Das gleiche gilt für den Moll-Akkord. Also so Moll 11 oder irgendwie Moll. So ein Moll-Akkord, der kann einfach so stehen, der hat irgendwie, das ist für mich irgendwie so eine Art Ruhe-Akkord, irgendwie ist mehr so ein statischer Akkord. Und dann gibt es Akkorde, die haben so ein bisschen Bewegungspotenzial, nenne ich das immer. Also die wollen irgendwas, die wollen irgendwo hin. Und also alle anderen Akkorde, also 7er, 7b5, übermäßige, verminderte Sept-Akkorde, die haben eigentlich alle dieses Bewegungspotenzial, diesen Bewegungsdrang, die wollen eigentlich irgendwo hin. Und naja, also was die Voicings jetzt hier im Blues betrifft, ist es so, es macht so von der Funktion her und vom Sound einfach überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt irgendwie einen ganz normalen 7er spielt oder man spielt einen 9er oder man spielt einen 11er oder einen 13er. Das sind alles Äpfel, nur die haben irgendwie ein bisschen anderen Geschmack und ein bisschen andere Klangfarbe. Und von daher kann man das auch mal mit einem 13er machen. Na, also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ja, klar, man kann dieses ganze Thema auch noch mal in Moll durcharbeiten und so. Aber das, was ich Dominant Blues nenne, also mit Dominant Sept-Akkorden, das ist eigentlich auf vielerlei Ebenen eigentlich ein ganz interessantes harmonisches Gefüge, weil so dieser Akkordtyp, der will normalerweise halt irgendwo anders hin, so diese Dominant-Sept-Akkorde. Aber im Blues ist es halt so, dass diese Typen von Akkorden einfach so aneinander gesetzt werden. Und das ist ja so der Punkt, wo Leute irgendwie so einen klassischen Harmonielehre-Background haben, so ein bisschen ein Problem mit haben, weil halt die Auflösung nicht passt. Ne? Also das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal des Blues. Und natürlich auch, dass man häufig im Akkord
Ich zeige euch gleich auch noch irgendwie ein paar Turnarounds, die so ein bisschen so was Solistisches haben. Aber erstmal gucken irgendwie, wie fühlen sich diese Akkorde an, wenn ich die jetzt, wie fühlt sich ein Blues an, wenn ich den jetzt nicht so oder so begleite, sondern wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich da eigentlich irgendwie eine aus dem Jazz stammende Rhythmik. Mit diesen Klangfarben, mit diesen Akkordtypen mal ein bisschen experimentieren. Okay, alright. Jemand eine Frage, Anmerkung oder irgendwas zu dem Thema? Guck mal hier. Alright. So, Julian, danke für die Live-Session zu deinen Seiten und Picks sagen. Ja, das kann ich irgendwie hier. Heute ist Gibson Day, ich spiele 09er Gibson Les Paul Strings und wie immer ein V-Pick Euro 1. Lieber Julian. So, Andreas, verstehe ich das richtig, dass der Turnaround der letzten fünf, die letzten beiden Takte. In welchem Intervallabstand zu welchem Stufenakkord beginnt so ein Turnaround? Das ist so, wenn ich im Blues in A bin, beginnt der Turnaround auf der fünften, eigentlich auf der ersten Stufe wieder. Ne? Ich spiele es mal einfach durch. Von vorne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2. Zurück auf die erste Stufe, 12, 2, 3 und dann auf die fünfte Stufe. Es gibt noch Variationen natürlich dazu, also ganz viele, das würde heute irgendwie den Rahmen unserer Session sprengen. Also was auch populär ist, wenn man es vorne mit einem Quick Change macht, das heißt also schon einmal im ersten Takt kurz auf die vierte Stufe wechseln und dann wieder auf die fünfte zurück. Also an der Stelle. Dann wird gerne im Turnaround auch so nochmal ein Akkord eingewechselt. Ne? Also ich spiele jetzt mal ab Takt 9. 1, 2, 3, 4. Beide Takte des Blues-Schemas, die werden Turnaround gemacht. Okay. Und die ganzen Phrasen, die ich gespielt habe, die setzen alle da an. Ne? Wenn ich jetzt 1, 2, ab Takt 9, 4. Und jetzt. Da ende ich immer auf der fünften Stufe auf einem E7-Akkord. Es ist meistens so, dass das auf dem Grundton oder sehr grundtonbezogen startet und dann auf der fünften Stufe dann landet. Ich hoffe, das hilft dir erstmal. Prima Hintergrund beim Beseiten der Gitarre. Ja, große Klasse, Holger. Christian Schneider, cooler Tipp zur Simplifizierung. Pars dachte eh nur in Dur, oder? Nein, der dachte nicht nur in Dur, der dachte in diesen drei Typen. Also Dur-Ideen, Moll-Ideen, Dominant-Ideen. So, wenn man jetzt die Dominant-Ideen noch mal ein bisschen differenzieren möchte, hat Joe Pass, und das mache ich auch, halt gedacht, Dominant-Sept-Akkorde, die Alterationen haben oder keine Alteration. Was ist eine Alteration?
Also unter einem alterierten Akkord versteht man einen Septim-Akkord, also wie so ein A7, dem entweder eine veränderte Quinte alteriert, die veränderte Veränderung, also eine veränderte Quinte oder eine veränderte None hinzugefügt wird oder eine Kombination aus allem. Also ein A7. Und wenn ich da jetzt die Quinte ist hier oben auf der H-Seite, fünfte Bund, so wenn ich das E, wenn ich den halben Ton nach unten setze, so verstärkt der den Effekt von so einem Dominant-Sept-Akkord, nämlich so ein bisschen Spannung aufzubauen, ein bisschen Dynamik zu haben, um zu einem anderen Akkord zu gehen, verstärkt so eine Note diesen Effekt. Wenn ich das hier mache, irgendwie, also die Quinte nach oben alteriere. Ja, also das ist ganz schön. Hier so ein D9 hat. Ja, Töne D, Fis, C, E. D7, B9 hätte man das S hier. Oder D7, Kreuz 9. Kreuz 9 kennen die meisten so als Hendrix-Akkord. Und naja, der geht halt auch dann noch dringender zum Grundakkord dann zurück. Alright, okay, also der Alexander hatte gestern irgendwie gefragt, wie ich Outside gehe. Also ich vermeide diesen Begriff Outside. Also für mich ist das eher so Spannung, Entspannung, Tension, Resolution oder Statik und Dynamik. Also wie gesagt, so ein normaler C-Dur-Typ-Akkord, das ist ein C6, ein C-Major 7, der hat keine Dynamik für mich. Das ist eigentlich eher ein statischer Akkord für mich. Während so ein, was haben wir gerade gehabt, so ein G7 Kreuz 5, der will wohin? Nämlich der möchte gerne zurück zum C. Ja, und das versuche ich noch mal ein bisschen zu differenzieren. Alright. Noch jemand eine Frage dazu? Okay, yep, klappt, danke. Magst du den Turnaround noch mal zeigen? Oder was meinst du, Holger? Neuer Kommentar. Magst du den Turnaround noch mal zeigen, die neunte Lage? Meinst du den hier? Machen. Hier oben bleibt das A immer stehen, dann sind die Töne E und G und dann gehen die hier oben, die gehen in Halbtonschritten runter und das A bleibt oben stehen. Ein bisschen wie Baukastensystem. Wenn ihr das ganz traditionell haben wollt,
dann spielt ihr einfach ein 7er. In manchen Situationen ist das absolut die richtige Wahl. So, wenn ihr es ein bisschen jazziger haben wollt, kann man das auch gut über so chromatische Näherungsakkorde machen. Also hier zum Beispiel von A7 zu D7 will, ist so ein Move, der ganz populär ist, das über S7 zu machen und wenn ich wieder zurück will, über die Akkorde so verzieht. Ja, also einfach den Zielakkord irgendwie so weit wegziehen, wie es geht. Ja? Also. Ja, ein ganz witziger Effekt. Ne? Greg Koch übrigens, was für ein Monster. Ja, Solo-Gitarre. Die Solo-Gitarre passiert eigentlich. Also Solo-Gitarre kann man von ganz, ganz einfachen Konzepten bis also sehr advanced Stuff irgendwie entwickeln. Und ja, also ein ganz entscheidendes Element finde ich, selbst wenn man nicht viele Mittel zur Verfügung hat, ist, dass man mit der Bluesform spielt und nicht nur so ja, einfach irgendwie auf so eine wehrlose Pentatonic-Blues-Skala irgendwie einzimmert und die irgendwie quält und versucht, da das Letzte rauszuholen. Sondern wenn man es ein bisschen aufgeräumter haben will, ist keine schlechte Idee, wenn man sich auch mit einfachen Mitteln irgendwie an die Blues vorhält. So, und ein elementarer Punkt sind für mich an dieser Stelle so Einstiegsphrasen. Okay, Einstiegsphrase, also Pickup-Phrase, Auftaktphrase, ist zum Beispiel, ist meistens irgendwie so auf der, so als Auftakt so vor dem ersten Takt. Ne? Zum Beispiel so 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Na, das wäre jetzt zum Beispiel die Auftaktphrase gewesen. So, und dann sind wir im Blues. Na, also, das kann die sein oder der oder. Ach, also da gibt es so viele Phrasen, die man so in der Rockgeschichte irgendwie so finden kann. Wichtig ist, sie sind immer als Auftakt vor dem Anfang des Stücks. Genau so. Und dann die vierte Note, in unserem Fall 1, 2, 3, 4, ist dann die 1 vom A. So, und also versucht doch mal mit dieser Idee was zu machen. Unser erster Akkord ist ein A7. Der A7 besteht aus vier Tönen, aus A, aus Cis, aus E, aus G. Oder? Na, also quasi A7 Arpeggio hier in der fünften Lage. A, Cis, E, G, A, Cis, E, G. So, und wenn man jetzt diese Auftaktphrase hat, irgendwie stecken da eigentlich meistens stecken also mindestens vier Variationen drin. Zum Beispiel diese Auftaktphrase auf den Grundton enden zu lassen. Oder auf der Terz. Oder auf der Quinte. Oder auf der Septime. So, und jetzt habe ich eins gemacht. Ich habe einen Schritt, das ein bisschen banaler zu spielen, irgendwie habe ich jetzt übersprungen. Also
Die Zieltöne sind. Was ganz wichtig ist, das ist auch irgendwie ein Problem, was ich habe, irgendwie, wenn ich mit Leuten über das Thema Arpeggien spreche. Also sofern das A-Wort irgendwie im Raum steht, verlieren alle Leute sofort ihr Selbstbewusstsein, was Artikulation und Phrasierung irgendwie betrifft. Also es steht nirgendwo, dass man die Note einfach so straight spielen muss. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das E als meine Zielnote nehmen möchte, dann kann ich natürlich banal spielen, aber ich kann die Note auch ein bisschen gestalten. Oder ich kann auf sie hinziehen. Jetzt habe ich das nicht hier auf der H-Seite gespielt, sondern auf der G-Seite. Oder ein Ganztonbending. Oder kleine Terzien ziehen. So, und klingt dann schon ganz anders als. Und das muss man sich auch wieder ein bisschen erspielen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Grundton auflöse, so auch den kann ich besser spielen. Ich kann ihn vielleicht auch eine Oktave höher spielen. Und auch hier wieder. Klingt es ein bisschen anders und ihr könnt auch banal spielen. Oder man kann es banal spielen. Man kann sich auch ein bisschen Gedanken über die Gestaltung machen irgendwie. Und das sind Bendings, Slides und so weiter, was man alles irgendwie machen kann. Das sind eine super Idee dafür. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Diese Auftaktphrase kann man eigentlich an drei Stellen setzen, nämlich ganz an den Anfang, dann auf dem oder im Übergang, also im vierten Takt, als Übergang zur vierten Stufe, im fünften Takt, und auch nochmal als Übergang zur fünften Stufe im Takt 9. Ich mache das mal. 1, 2, achso, und die Sache ist nur die, dass man dann immer auf die jeweiligen Akkordtöne auflöst. Also, wenn ich jetzt die Auftaktphrase zum A spiele, löse ich auf entweder auf A, C, E oder G auf. Zum D, meine Akkordtöne von D7 sind D, Fis, A, C. Und wenn ich aufs E hingehe, ne, also man könnte es jetzt einfachheit halber einfach verschieben. Bleiben. Die Töne sind E bis HD. Ich nehme immer die Phrase und lasse die dann auf einem bestimmten Zielton landen. Ja, zum Beispiel auf D oder auf E. Na, ich mache das mal und ich lasse zwischendurch immer eine Menge Platz. Erkläre ich euch gleich warum. 1, 2, 1, 2, 3. Neue Phrase.
Also die Idee ist, dass man die Auftaktphrase vor dem ersten Takt, im vierten, also vor dem fünften, und im achten, also vor dem neunten Takt platziert und dann immer auf die jeweiligen Akkordtöne auflöst. Und wie gesagt, die Akkordtöne kann man sich suchen. Ich kann sie mal zeigen. A7. Aktivieren. Hier haben sich nämlich alle abgemeldet. Moment. So, ihr könnt das mal auf dem Griffbrett derweil checken. So, ich wieder live. Und weiter geht's. Okay, das sind wir wieder. Neue Kommentare. 5 Stück. Holger. Dominant Pentatonic würde mich interessieren. Ja, kommt jetzt gleich sofort. So, ja, Solo-Gitarre, Rainer Riesberg sagt, hau rein, Rainer mache ich immer. Okay, ach guck, der Guido. Guido, du spielst gar keine Gitarre. Trotzdem nice, dass du vorbei bist. Ne? So, und okay, also das sind die 3 Eckpunkte. So, der nächste Eckpunkt, den man im Auge behalten muss, ist der Turnaround. So, also endet eure Blues-Soli mit einem Turnaround. Ende der Durchsage, weil das wird es echt klingen lassen. Na, egal, was man vorher irgendwie so umgedudelt hat, also der Turnaround am Ende irgendwie lässt es nach Blues klingen. Ich spiele es mal. 1, 2, 1, 2, 3. Auftaktphrase. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So, ne? Und schon merkt man, selbst wenn ich eigentlich kaum Akkorde dahinter habe, irgendwie merkt man, ah, okay, da bin ich im Blues, da sind meine Akkorde, ich wechsle dahin. So, und jetzt habe ich immer mutwillig relativ lange Pausen gelassen. Das ist auch gut so, weil das, was ich jetzt gemacht habe, das ist so im Blues, wenn man Gesang hat, so im Grunde genommen so der Call, also das Statement, was man macht. Und dann antwortet man mit irgendwas, was man spielen kann, antwortet man darauf. Ne? Also zum Beispiel ganz einfach mit der Blues-Skala. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3. Nehmen, was man kann. Und das war jetzt schon relativ voll und auch irgendwie nicht so ganz einfach. 2, 3, 4, 1. Thank you.
jetzt immer in die Pausen, habe ich immer irgendwas gespielt, was ganz normal die A-Blues-Skala war. So, das kann man machen, da haben manche Leute irgendwie Weltkarrieren drauf aufgebaut, so Albert King, Stevie Ray Vaughan und die ganzen Jünger. Und das ist absolut legitim, wenn man nicht mehr weiß als diese Tonleiter oder wenn man nicht mehr braucht. Ich meine, ey, Stevie Ray Vaughan, was willst du da sagen irgendwie, ne? Der hat einfach so viele Gestaltungsmöglichkeiten zu seiner Verfügung gehabt. Ich sage jetzt mal, er brauchte sich nicht großartig um Akkorde oder um andere Skalen und um andere Töne zu kümmern. Das war genug für den, ne? Neue Kommentare. So, ich solieren und Leitung gehört. Auf den vielen wechselt irgendwie. Ja, also das ist das irgendwie. Zieltöne anspielen. Ne? Zieltöne anspielen, Akkordtöne spielen ist sowieso eigentlich immer der beste Weg bei mir. Okay, das ist nämlich genau gerade das Problem, wenn man immer nur so ein pauschales Konzept wie die A-Moll-Pentatonik irgendwie über die drei Akkorde spielt, dann hört man die Wechsel einfach nicht. Das klingt okay, kann man so machen. Und wie gesagt, manche Leute haben da Karrieren drauf aufgebaut. Aber die Akkordwechsel hört man dadurch nicht. Eine Entwicklungsstufe weiter kommen wir irgendwie so mit dieser Dur-Moll-Vermischung, wie viele Leute so spielen irgendwie, und viele Leute, die so Clapton hören und irgendwie Joe Bonamassa und so, die denken sich, naja, das ist aber irgendwie jetzt nicht mehr die Blues-Skala. Und die Sache ist eigentlich ganz einfach, man kann es pauschal eigentlich sagen, dass man über in unserem Blues in A, über A und über E die A-Dur-Pentatonik spielt. Und nur über A, über D7 dann auf die A-Moll-Pentatonik wechselt. So, das klingt ganz gut. Ich spiele das jetzt mal ganz, ganz einfach, damit ihr sehen könnt, irgendwie, wie ich wechsle. Ein kleiner Tipp könnte sein, dass man jetzt nicht versucht, in der fünften Lage die A-Dur-Pentatonik zu spielen, weil da einfach wenig Licks drin sind. Sondern dass man umrechnet, aha, okay, A-Dur-Pentatonik ist fürs Moll, spiele ich zweite Lage. Da stecken einfach mehr Licks und mehr Lines drin. Okay, ich spiele mal. Ist so dieser typische Crossroads Eric Clapton Sound. Thank you.
Na, also man merkt eben, das war jetzt so ein bisschen Eric Clapton-Style, Crossroads-Style gespielt und er hat gemerkt irgendwie, ne? Also ich spiele auf meine Akkordtöne hin, deshalb kann man mir einigermaßen in der Form folgen, hoffe ich zumindest. Und der Wechsel ist ganz eindeutig, man spielt eigentlich A-Dur-Pentatonik über A und E und nur übers D. Und meistens mache ich das dann so, dass ich irgendwie so unten Fis-Moll-Pentatonik anfange und dann, na, das sind so typische Eric Clapton-Klischees. Übrigens ganz witzig irgendwie, ne? Also ich glaube, ich habe vorgestern irgendwie über so meine alten Hagener Roots gesprochen irgendwie und da habe ich über einen Hagener, ehemals Hagener Gitarristen namens Frank Becking gesprochen, der jetzt mittlerweile in Berlin lebt und der früher halt so in diesem ganzen Dunstkreis extra weit in Inner Stripes und so weiter unterwegs war. Und gestern Abend habe ich ihn, noch so eine WDR-Doku über Hagen als Musikstadt, irgend so kleines Liverpool etc. gesehen, da war er auch da. Und schrieb er mir heute Morgen irgendwie eine Nachricht, irgendwie, dass er gestern, glaube ich, gesehen hat. Und das erste Mal, dass ich so jemand habe das Spielen gehört, irgendwie, dass man von... das war von Frank Becking damals. Er hat damals mal so ein Lied gespielt. So, und fand ich witzig irgendwie. Ne? Man fängt auf in der A-Dur-Pentatonik an. Was ganz wichtig ist, die große Terz von A am besten niemals direkt anspielen, sondern immer mit der kleinen Terz davor. Das habe ich mir so angewöhnt, irgendwie, das ist so in Fleisch und Blut gegangen. Solltet ihr auch immer machen. Also nicht die kleine Terz, nicht die große Terz immer so straight anspielen, sondern immer mit der kleinen Terz so ein bisschen vorbereiten. Ne? So, haben wir neun, vier Stück. Alright, sehen, das war echt stark gegen die Joke überhagen. Jo, das war geil gestern. Ja, das war irgendwie so, die Generation Nena Extra Breit und Co., die sind so gute 10 Jahre älter als ich irgendwie. Ne? Und ich habe das so als Teenager halt immer so aus der zweiten Reihe mitgekriegt irgendwie. Also auch diese ganze Proberaum-Szene, das war aus der Rockrange in Hagen-Vollmerstein und das war so ein Studio, was dann hinterher immer so als Proberaum auch so benutzt wurde. Und meine Teenager-Band damals, irgendwie, wir sind die erste Band gewesen, hatten den Aufenthalt bei so einem Talentwettbewerb gewonnen, sind die erste Band gewesen, die da überhaupt jemals aufgenommen hat. Irgendwie. Das war irgendwie gestern ein bisschen Retro-Trip. Ne? Okay, jetzt zurück und zu unserem Blues. Der Holger, also das ist quasi so die erste Verfeinerungsstufe, die man nutzen kann, wenn man irgendwie einfach nur mal so von der puren Blues-Tonleiter wegkommen möchte. Also dieser Wechsel zwischen der Dur- und der Moll-Pentatonik. Generell ist es eine super Idee, wenn man, egal ob Pentatonik oder normale Skalen, wenn man in einer Lage zwischen Dur und Moll wechseln kann. Das hilft einem in ganz, 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 ganz vielen Momenten irgendwie. Alle meine RPGM-Studenten werden jetzt wahrscheinlich irgendwie schon wieder mit den Augen rollen, irgendwie, ja, alter Mann, wir wissen es irgendwie, aber das ist eine gute Idee. Ne? Und also, wenn man jetzt hier unten so in Fis-Moll ist, so, kann man auch eine A-Moll-Pentatonik. Ja, und wenn ich hier in A-Dur bin, klar, da kennt man Moll, ne? Und, oder wenn ich hier oben in Moll bin, in Dur bin, so in der BB King Box.
zwischen Dur und Moll wechseln können. Super Geschichte. So, und jetzt auch zu deiner Frage, Holger. Wenn man jetzt irgendwie über den Blues improvisiert und man sagt, okay, ich weiß, Takt 11, 12 spiele ich irgendwie irgendeine coole Turnaround-Line. Ich habe vorhin mal eine gespielt, die ich gerne spiele, die geht so. 1, 2, 3, 4. Also wenn man das jetzt mal so pauschal sagt, Rock, Blues, Pop ist mehr irgendwie ein pauschales System für einen Akkordwechsel suchen. Also sagen wir mal, wenn es ja auch ein Blues wäre, Rock, Pop, normaler Blues-Ansatz wäre irgendwie, ja alles klar, was kann ich da drüber spielen? A, A, Blues-Skala, okay, 4, 3, 2, 1, losgespielt. So, wenn man ein bisschen in Richtung Jazz geht und ich stehe halt so voll auf diesen Sound, Larry Carlton, Robin Ford, Lee Ritenour, so alles, so die ganzen Jünger, ist es halt häufig der Fall, dass man sich überlegt, okay, und das ist mehr so eine Eigenschaft von Jazz-Improvisation, was kann ich über den jeweiligen Akkord spielen, das gut klingt. So, und wenn man jetzt irgendwie dieses Dur-Moll System, wenn man das jetzt einen Schritt verfeinern möchte, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich spiele mal über die über den jeweiligen Dominant Septakkord die jeweilige Dominant Pentatonik. Okay, was ist denn jetzt eigentlich eine Dominant Pentatonik? Die Dominant Pentatonik ist eigentlich eine super Mischung aus dem, zwischen dem Dur und diesem normalen Blues Sound. Also geht folgendermaßen, ist eigentlich der Dur-Pentatonik sehr ähnlich, nur eine Note wird verändert, nämlich dass, wenn wir jetzt hier in A sind, die große Sechste wird zu kleinen Septimen verändert. Also in A wäre das A, H, Cis, E und jetzt kein Fis spielen, sondern G. Sound, der klingt ja manchmal ein bisschen zu sehr nach Country oder zu sehr nach Southern Rock und das verliert sich dann. Also Dur-Pentatonik, Dominant-Pentatonik, so man hat so dieses Bluesige mit der kleinen Septime. Und wie gesagt, es ist gut, wenn man der großen Terz, dem Cis, immer so ein bisschen die kleine Terz so voranstellt. Das ist die gute Nachricht, das ist ein geiler Sound. Die schlechte Nachricht ist,
Kollege hier. Die schlechte Nachricht ist, dass man bei jedem Akkord die Tonleiter wechseln muss. Okay, es würde also bedeuten, wenn wir einen Blues in A haben. Hätten wir A-Dominant Pentatonic, wenn es auf D geht. Also, vielleicht liegt das auch nur daran, irgendwie, dass ich die ganze Zeit Stimmen und Musikinstrumente im Kopf höre. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein erstrebenswerter Zustand für euch ist, irgendwie. Ich glaube aber schon. Ne? Also, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ne? So, und das kann man auch wieder in unterschiedlichen Lagen umsetzen. Erstmal würde ich das hier unten in der fünfte Lagebox würde ich das erstmal versuchen. Umzusetzen und und dann irgendwie mal den Radius erweitern, mal das Ganze in einer anderen Lage mal. So, und jetzt kommen noch ein paar neue Kommentare. So, André ist auch da und der Benjamin Jahn. Hey, viele Bekannte, Frank ist auch wieder der Stößchen. So. Und jetzt zur Frage, wie gehe ich eigentlich outside? Momentan gar nicht. Haare, das wissen wir jetzt. Wie gesagt, ich versuche diesen Begriff outside vermeiden. Für mich ist es eher mehr so Spannung, Entspannung, Statik, Dynamik, Ruhe, Bewegung. Ne? Also es gibt so Ruhemomente und dann gibt es so Bewegungsmomente. Und die Bewegungsmomente, die kann man dann natürlich auch ausspielen. Ein Bewegungsmoment im Blues wäre zum Beispiel Takt 4 und Takt 12. Ich spiele es mal an. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3. Und jetzt. Spannung aufbauen und entspannen. Spannung
an diesen Momenten, also im vierten Takt und im zwölften Takt, da kann man jetzt mal versuchen, die Melodik mal ein bisschen anzuspannen. Das ist dann so ein Sound, der also ganz eindeutig so aus dem Jazz abgeleitet ist. Und dann, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann die alternierte Tonleiter drüber spielen. Das wäre, wenn man jetzt einfach denken möchte, die melodische Molltonleiter einen halben Schritt nach oben. Oh, ich glaube, wir widerfahren gleich gute Dinge. Ja. Nein? Ich wollte nur gucken. Du wolltest nur gucken? Du wolltest nur mal so gucken? Willst du mal ein Foto von meiner Mutter machen, was ich so an meinen Sonntagen treibe? Nein. Nein? Okay. Wolltest du mir so einen Gary mal drüber reichen? Auch nicht. Auch nicht? Okay. Ich wollte mir einfach nur hinsetzen und dir zuhören. Ja, ganz kurz da. Okay, dann. Ich mache ein Foto für deine Mutter. Ja, und du kannst dich dann auf den Box setzen, der ist nämlich schön warm von unten da. So, also man kann entweder die alterierte Tonleiter spielen, das wäre die melodische Molltonleiter einen halben Schritt höher, wenn man es einfach denken will. Also die geht dann so. Oder man kann auch die Halb- und Ganztonleiter spielen. Das sind so Momente, die bauen halt ein bisschen mehr Spannung auf. So ein Satz, den ich regelmäßig von Studenten höre, ist, das klingt aber irgendwie immer scheiße, wenn ich mal versuche, alteriert darüber zu spielen. Das hat auch einen Grund, irgendwie, weil in der alterierten Tonleiter sind... Was ist das für ein Gerühre im Hintergrund? Das sind der Grund dafür ist, dass erstmal von der Tonleiter eigentlich von 7 Tönen 3 gut klingen und 4 falsch. Deswegen muss man sich an diesen Sound ein bisschen gewöhnen. Und also was keine schlechte Idee ist, und ähnlich geht es, wenn ich das mal eben kurz vorweg sagen darf, ähnlich ist es auch mit der Haltung ganz Tonleiter. Also die hat erstmal auch Reibung. Und ein guter Trick ist, dass man erstmal den Akkordsound vorher etabliert. So, ich spiele Akkord dazu. Geil. Astreine Anlage, Andrea. Ja, fand ich auch irgendwie, ne? Ja, wir haben übrigens hier so ein neues Getränk für uns entdeckt. Das ist der Gary. Gibt so zwei amerikanische Influencer und jetzt während der Corona-Krise irgendwie spielen die so eine täglich grüßt das Murmeltier-Situation nach, wo der eine von den beiden, diese beiden sind ein Pärchen, Breadbugs aufgemacht hat und irgendwie immer so ein spezielles Getränk mit Mandel und Kaffee und Schokosoße irgendwie performt und sein Lebensgefährte reagiert irgendwie auf die kleinsten Veränderungen so ein bisschen hysterisch irgendwie und das ist eigentlich immer ganz lustig und wir steigen jetzt mal auf ein, ist so mit Mandelmilch und so. What's delicious? So, was man also machen kann, ist, dass man erstmal, bevor man diesen alterierten Sound spielt, dass man erstmal den Akkordsound spielt. Also, ich mach's mal. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Thank you.
Das ist irgendwie, ich sehe das aber jetzt nicht als Outside-Spiel, sondern ich füge einfach nur ein bisschen mehr Spannung hinzu. Und dann, was dann wichtig ist, wenn man die Spannung aufgebaut hat, muss man die auch wieder am besten auf den Akkordton auflösen. Ne? Wenn ich jetzt... jetzt spiele ich mit alteriert. Ja, dann löse ich auf die Terz vom D7 auf. Ne? So in der Art. Ne? Also eigentlich an zwei Stellen mal versuchen, so ein bisschen Spannung aufzubauen. So, und dann muss man aber pünktlich wieder zu Hause sein. Naja, und wie gesagt, so wenn man die so solche Sachen wie, also ich meine, das kann man in jedem Buch und sowieso in jedem Jazzbuch nachlesen, ja, über alterierte Dominant Septa Akkorde oder funktionale spielst du einfach die alterierte Tonleiter. Probiert man. Klingt irgendwie mau. So, wichtig ist, das ist so der Shortcut, erstmal eine Akkordzerlegung spielen. Dass man sich erstmal an den Akkordklang gewöhnen kann. Und ja, und hier hinten bei E genauso. Ne? Ne? Also, das ist irgendwie wichtig. Alright, so. Okay. Das war eine ganze Menge. Wir fassen nochmal zusammen. Also was Rhythmusgitarre angeht, Turnaround-Slam, total wichtig. Und vielleicht mal mit unterschiedlichen Akkordformen mal auch ein bisschen experimentieren. Dann in den wichtigen Tonarten für Gitarre A, E und G und für alle anderen Zwecke F, A und C. Und dann, was Solo-Gitarre angeht, Einstiegsphrasen ausprobieren, die vor den ersten Takt oder im 12., im 4. und im 8. Takt platzieren. Und immer dieselbe Einstiegsphrase nehmen, nur auf Akkordtöne auflösen. Und ja, für die Pausen dazwischen hat man dann die Wahl. Entweder macht man irgendwie straight einfach Blues-Skala oder man macht so diesen Dur-Moll-Wechsel oder man versucht das mal mit der Dominant Pentatonic. Ganz wichtig, ein paar Turnaround-Phrasen auch da lernen. Und naja, wenn man irgendwie an einigen kleinen Punkten wirklich mal so ein bisschen Dynamik ins Spiel bringen will, dann kann man mal versuchen, gesagt, diese Akkorde zu alterieren und dann irgendwie mal eine kleine Phrase darüber spielen. Aber immer angereichert mit Akkordtönen und immer dann auf genau eine Akkordnote auflösen. So, und wenn man sich das jetzt mal überlegt, irgendwie, man hat dann wird der Blues, eigentlich kann man das fast wie so ein bisschen nach Fahrplan machen. Also, man spielt eine Auftaktphrase, so, und dann hat man irgendwie noch zwei Takte frei, um irgendwas Freies zu spielen. Dann kommt schon wieder die Auftaktphrase zum ersten Akkordwechsel. So, und danach hat man wieder zwei, drei Takte Zeit, ein bisschen was zu machen. In Takt 8 kommt schon wieder eine Auftaktphrase, nämlich irgendwie zum E7-Akkord. So, dann
kriegt man die Zeit irgendwie rum, man spielt noch Turnaround, da ist man irgendwie durch, durch das Blues-Schema. Und dann beginnt die Geschichte von vorne. Ne, dass man eine andere Auftaktphrase nimmt oder dass man mal mit, ja, dass man irgendwie dann die gleiche Geschichte eigentlich nochmal hat. Alright, so, jetzt haben wir doch irgendwie ein bisschen Verlängerung gehabt, irgendwie, ich habe es befürchtet und geahnt irgendwie. Da kommen noch ein paar Kommentare. Alright, so, Brad Goreski und Gary Giannetti heißen die beiden, ganz genau, ne? Also klärt die mal, das sind eigentlich ganz witzige Typen. So, ja, also wie gesagt, hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, ich hatte es irgendwie vorhin ganz schön geschneit, also ich will Frühling haben, und ja, also ich weiß nicht, wie es mit euch so aussieht, aber ich hatte eigentlich einen ganz, ganz prima Nachmittag. Also was mir auch helfen würde, wäre, wenn ihr, so ihr das noch nicht tut, auf Instagram und hier auf Facebook, wenn ihr mich da verfolgt. Und ja, also checkt mal den Stuff aus. Also ihr könnt auch gerne alle möglichen Beiträge, auch wie jetzt hier heute Nachmittag oder die Folgen der letzten Tage, könnt ihr auch gerne irgendwie teilen. Spread the word, stay at home, stay safe und was man nicht alles sagt. Irgendwie, ja, mein Schlusswort ist wie immer, Jazz is the teacher, Funk is the preacher. Don't forget to rock and roll.